Wir sollten die anderen nicht länger warten lassen. Lasst uns zum Becken zurückkehren. Ich frage mich ja, wie der Dungeon hier dann auch aussehen wird. Weil ich denke mal, hier wird man auch einen Dungeon erleben. Oh, auf den Dungeon freue ich mich auch. Der letzte Dungeon, der war so, ja, geht so, ne? Halt nichts Besonderes. Na gut, nicht jeder Dungeon kann jetzt irgendwas richtig Besonderes sein. So, die Erwartungen sind hoch, wenn man dann das Magus-Trio und Anima vor sich hatte, ne? Will man dann keine langweiligen No-Name-Bosse haben, die man nicht aus anderen Teilen kennt? Meine Unachtsamkeit hat einige Aufregung verursacht, aber dank eurer Hilfe geht es den Ambis Thomas gut. Ich bringe sie alle in ihre Gehege zurück, natürlich auf magische Wege, das geht schneller. Im Norden befindet sich ein großes Gebäude. Wir können dort im Erdgeschoss einen Bereich für unsere Unterredung benutzen. Da treffen wir uns. Gut, aber pass auf, dass dir nicht wieder eine Schöpfung entwischt. Ich warte nur ungern. Oh, und wir können die Fates freischalten. Warte mal, heißt das, ich habe noch kein Fade da registriert? Ich habe nämlich schon zwei gemacht. Hoffentlich zählen die trotzdem. Meine neueste Schöpfung frisst ausschließlich zweifarbige Edelsteine. Daher habe ich beschlossen, dieses Geschäft zu eröffnen, um an mehr Edelsteine zu gelangen. Ja, hier können wir halt. Hier können wir halt Unfiotaurus, Haut, Heil des Elpisvogel, Flügelstaub einer Petaluda. Das brauchen wir natürlich alles. Aber am wichtigsten ist immer noch die Haut, ne? Können aber nur 16 kaufen. Erstmal. Wie sieht's denn mit den Fates hier aus? Haben wir schon zwei Einträge drin? Nächste Woche kümmere ich mich auch mal hier um diese Dinger. Dass ich halt bis 18 Uhr circa dann immer die Dailies hinter mich bringe. Und dann die Fates. Habe ich nicht dabei den Fates auf der anderen Seite nachgeschaut. Da wollte ich auch gucken. Ja, zwei von sechs haben wir schon. Wir können halt nur in diesem Bereich gerade und da ist nichts. In Elpis gibt es, glaube ich, nur eine Angelstelle, habe ich das richtig gesehen. Ne, drei. Und nur in Elsabad kann man tauchen.
Hab hier nicht wirklich viel gemacht. ヘルメスに指定されたのはここで間違いなさそうだな。だがお前はダメだ。同席はさせられない。やましい話じゃないが、人の今後を左右する大事な話だ。どこから来たのかも言えないような奴に聞かせられるものか。なんだ、食ってかかる気か？だったら、その事情とやらを明らかにしたらどうだ。納得できるものなら協力するぞ。自分は彼女に同席してもらっても構わない。ヘルメス。だが、こいつは。メーティオンに気に入られた存在だということは、自分にとって、どんな言葉で論じられるよりも、信用に値する。それに、第三者がいてくれた方が、冷静でいられそうだ。分かった。お前の意見を尊重しよう。静かに聞いているんだぞ。それで、話というのは、やはり。ああ、ファダニエルが座を降りることを決めた。後任としてお前を推挙している。14人委員会としてもお前の実績と深い知識を買って、その提案を受ける方向で動いている。あえて面識がない私がここに来たのは、公正な目で近況を確認するため。そして何よりお前自身の意思を問うためだ。現ファダニエルももともとはここの所長だ。公私ともにお前と親交があったと聞く。座を譲りたいという旨も何度か話をしていたそうじゃないか。だから予測がついていたんだろう。そうだ。私がなすべき仕事を終えるときにはお前を襲おうと、あの方は何かにつけておっしゃっていた。とてもじゃないが喜んでいるようには見えないな。それほど14人委員会の名を背負うのが嫌か。いや、そうじゃない。そうじゃないんだ。委員会に推挙してもらえたことは光栄に思う。研究ばかりの自分には過ぎるほどの申し出だ。だが、現ファダニエルが座を降りようとしていること、それそのものが割り切れない。やはり彼は星に帰るのだろうか。そのつもりだとは聞いている。過去に14人委員会に属した者もほとんどが退任とともに帰っているしな。星
星に帰るは死ぬのこと？おや？珍しいね。エルピスではそう呼ぶ方が主流なのかい？その言葉を使う人は滅多にいないと思っていたけれど、我らは星の意志であり細胞である。この命こそが星に流るる血の一滴、おの神のごとく星を育め、それが私たち人の役割だよ。星を良くすることで、そこに生きるすべてのものが幸せでいられるようにするわけだね。みんなそのために知り、考え、作り出してきた。おかげで原初の頃は荒々しかったという星は、これほどまでに穏やかに優しいものになった。星に帰るというのは、そうして星を育んだものにこそ与えられる選択肢だ。大いに生き、己のやるべきことを果たしたと思った時に、人々はそれを選ぶ。最後の瞬間はいつだってそれは美しいものさ。14人委員会に加わった者とて、その流れからは逸脱しない。ここで存分に役目を果たせたら、まさしく帰るにふさわしいと多くの者は考える。私たちの座はついた者にとって命数と同義だ。ごく一部の例外を除いてな。ファダニエルが帰るのを認められないのは、彼の功績がそれに値しないと考えているからか？知らないわけはないと思うが、あの御神は多くの素晴らしいイデアを生み出した。こと新たな動物を作ることにかけてはな、エルピスでの経験を生かし、いくつもの種を生み出したものだ。もちろん、それはよくわかっている。自分は、ただ、あれほど偉大で、命を知る人であっても、やはりそうして終わりを選ぶのか、と。不甲斐ない。こちらの動揺が彼女にまで伝わってしまったようだ。同席を進めておいてすまないが、少しの間彼女を連れ出してやってはくれないか。気分転換をした方がいい。Dann komm mit dir. Ich finde es schade, dass ich auf Ihre Frage nicht antworten konnte. Natürlich können wir Freunde sein. Komm mit. Ich gehe nach draußen. Willst du mich auf meinen Spaziergang begleiten? Ja. Hier lang. Macht mich traurig, wenn Hermes über den Tod spricht. Wenn irgendjemand traurig ist, werde ich auch traurig. So wurde ich geschaffen. Aber jetzt geht's mir gut. Begleite mich, dann können wir Freunde werden. Zuerst musst du mir aber was sagen. Warum bist du in Elpis? Um mehr über Elpis und Hermes zu lernen? Wie schön! Ich zeige dir alles. Wie wäre das? Ich erkläre dir eine Sache und du erklärst mir eine Sache, immer abwechselnd. Einverstanden. Wie lästig. Diese Antwortmöglichkeiten manchmal. Wow, das macht mich so glücklich. Womit fangen wir an? Ich weiß. Memnon.
kann nicht so gut sprechen, aber er kann es. Komm! Ja. Ich mag ihr Design. Ich hatte gehofft, dass das der wilde Stamm ist, aber sie ist die einzige ihrer Art. Das ist ein Iterit. Hier in Elpis benutzen das alle. Damit kann man überall hinreisen. Nicht überall. Man kommt damit nicht auf die anderen Inseln oder die Oberfläche des Planeten. Und ich fliege natürlich. Ich kann ganz weit wegfliegen. Wen haben wir denn hier? Du hast Ohren und einen Schwanz, wie ein Tier. Bist du ein Familiar, so wie Meteion? Was kann ich für dich tun? Stimmt, als Hume würde ich vielleicht nicht ganz so auffallen, ne? Das ist Murasaki, sie möchte etwas über Elpis lernen. Das Familiar ist also neu hier. Dann werde ich erklären, was es bei uns so alles gibt. Wie du weißt, ist es unsere Pflicht, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Zu diesem Zweck benutzen wir Schöpfungsmagie, um neues Leben zu kreieren. Aber wir können nicht einfach jedes Leben in die Welt entlassen. Das würde zu großer Unordnung führen. Jedes Lebewesen muss auf seine Tauglichkeit getestet werden. Und diese Tests führen wir in Elpis durch. Heißt das, ihr habt mich erschaffen? Weil Mikrotes gibt es hier ja nicht. Sind also alle Rassen von denen irgendwie... Ist hier schon wie Adam und Eva das Paradies und so, ne? Wir beobachten jede Schöpfung, registrieren ihre Eigenschaften und finden angemessene Lebensräume für sie. Dann testen wir, welchen Einfluss sie auf den Lebensraum und andere Spezies ausüben. Wenn die Schöpfung dem Planeten einen Nutzen bringt, hat sie sich einen Platz in der Welt verdient. Auch ihr beide wurdet in dem Wunsch erschaffen, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Also gehorcht euren Schöpfern, ja? Das tun wir, Nennon. Danke für die Lehrstunde. Jetzt bin ich dran. Woher kommst du? Gerade war ich noch in Crystarium. Ich würde mal sagen, von einem Ort, der in großer Gefahr ist. Wie schrecklich! Davon habe ich nichts geahnt. Aber ich spüre, dass dieser Ort wichtig für dich ist. Ach, ich habe dir ja noch gar nicht erzählt, was ich kann. Ich erkläre es dir. Dafür müssen wir zuerst eine Schöpfung suchen, die nichts zu tun hat. Ich möchte, dass die mich bis jetzt... dass die mich überall hin begleitet. Ich mag die voll. Okay, unbewegter Vogel. Lass mich raten, du bewegst den jetzt. Ah, ja, diese Schöpfung sollte gut sein. Ich habe dieses Geschöpf noch nie gesehen. Ob es neu hier ist? Egal, ich zeige dir jetzt, was ich kann. Gedanken lesen. Ja, schön, dass du Gedanken lesen kannst. Hä? Nanu, ich kann es nicht. Oder vielleicht gibt es bei dieser Schöpfung einfach nichts zu lesen.
Ich versuche es doch mal. Diesmal bei dir. Was willst du lesen? Hallo, kannst du mich hören? Das hat sie ja schon mal gezeigt. Das ist meine Fähigkeit. Ich kann die Gefühle von Lebewesen um mich herum spüren und ich kann ihnen meine Gedanken senden. Ich spreche nicht wirklich mit dir, auch nicht in Gedanken. Du wandelst meine Gefühle in Worte um. Intelligente Lebensformen können das ganz unterbewusst. Für meine Aufgabe ist das sehr wichtig, denn so kann ich mit verschiedenen intelligenten Lebensformen kommunizieren, ohne ihre Sprache zu kennen. Aber mit meinem Mund kann ich dafür meine Gedanken nicht so gut ausdrücken. Hermes möchte trotzdem, dass ich mehr spreche. Ich soll nicht so viel in den Gefühlen anderer lesen, weil manche Leute Gedanken haben, die sie verstecken wollen. Übrigens, ich mag dich. Ich weiß aber nicht genau warum. Du bist wie wir, aber das ist nicht alles. Deine Gedanken sind vielseitig, wie ein Prisma. Ich will einfach noch mehr darüber wissen. Lass uns Freunde sein, auch wenn es schwierig ist. Ich verspreche, dass ich nicht deinen Gedanken lese. Ach, jetzt darf ich darauf antworten, oder? Hast du das gehört? Schön, dann möchte ich wieder etwas von dir wissen. Was kannst du gut? Handwerker, Sammler. Projektion, ne? Aber was ich besonders gut kann, ist natürlich kämpfen. Aber ob das ihr gefällt? Juhu! Dann kann ja nichts passieren, wenn mal eine Schöpfung wild wird. Hermes ist auch stark, glaube ich. Glaubst du? Aber er kämpft dich gerne. Auch nicht gegen wilde Geschöpfungen. Das Ding guckt aber ganz schön bös. Stören wir etwa? Komm, wir gehen weiter. Ich möchte dir euren Tee vorstellen. Sie kann dir auch etwas beibringen. Ja, vielleicht mache ich hinterher noch ein besseres Foto mit ihr. Aber wir sind gerade zusammen unterwegs, da klappt das natürlich. Am besten so ein Foto zu machen. Aber ich denke mal, ich mache noch mal mit meinen normalen Tänzerklamotten und mit ihr dann noch ein Foto. Wo ich hier vielleicht den Kopf streicheln kann, obwohl das Emote muss man gut das irgendwie anpassen, ob das funktioniert. Hallo Medion, hast du eine Freundin mitgebracht? Hallo euren Tee, kannst du mir einen Apfel machen? Hermes macht sie immer mit ganz viel Zucker drauf. So einen möchte ich mit Murasaki essen. Ein Zuckerapfel, meinst du? Ja, die liebt der gute Hermes. Aber du kannst doch gar nichts essen. Ich liebe diese Snäpfel aber auch. Es ist deine Gabe, Hermes liebt
die Äpfel und deswegen liebst du sie auch. Ich kann dir leider gerade keinen Zuckerapfel machen, aber Hermes wird es bald tun. Hab noch etwas Geduld. Ach, das tut mir sehr leid, Murasaki. Ich wollte doch so einen leckeren Apfel mit dir essen und hören, was du gerne isst. Medion meine Lieblingsspeise verraten. Aber was ist ihre Lieblingsspeise? Ich hatte nicht mal die Wahl, zu sagen, was ihr am liebsten schmeckt. Juhu, ich fühle schon, wie sehr du es das magst. Ah, wie sehr du es liebst. Danke, dass du mir das verraten hast, Murasaki. Das macht mich wirklich glücklich. Bestimmt sind Hermes und die anderen mit ihrer Besprechung fertig. Sollen wir mal gucken gehen? Können wir machen. Seid ihr ja wieder? Habt ihr euch etwas abgelenkt? Sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Murasaki hat gesagt, dass sie hier ist, um etwas über Elpis und dich zu lernen. Oh, ich habe ihr ganz viel beigebracht über meine Fähigkeit und deine Zuckeräpfel. Ich glaube nicht, dass meine Essgewohnheiten von Interesse sind. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Wir haben unsere Besprechung soeben beendet. Beendet? Kann man das auch nennen. Du hast lediglich auf eine Antwort verzichtet und so getan, als würdest du in Arbeit versinken, wovon wir uns jetzt selber überzeugen werden. Entschuldigung. Ich werde Emmet Selch und Heidlodeios ein paar meiner aktuellen Projekte zeigen. Möchtest du uns begleiten? Vielleicht nützt es dir ja auf deiner Suche nach Wissen. Sag's nur, damit es allen klar ist. Das Ding da arbeitet nicht für uns oder den Konvent. Wir haben es im Propyläon gefunden. Falls er oder sie oder was auch immer sein Wissen ausplaudert, habe ich nichts damit zu tun. Ich weiß, aber sie hegt keine bösen Absichten, sonst hätte Metion es bemerkt. Murasaki ist wirklich nett. Ich habe auch viel über sie gelernt. Komm, sehen wir uns Hermes Arbeit an. Du findest bestimmt etwas Interessantes. So, neues Ausrüstungsteil. Oh, das hat... Gegenstandsstufe. Ah, das ist die Scharlach-Mokko-Robe. Das ist letztens einholend. Anprobieren. Ja, das sieht interessant aus.